Abend für Abend verwandelt sich das Musical-Theater in Hamburg in eine Landschaft aus Schnee und Eis. Für eins der erfolgreichsten Musicals der letzten Jahre, die Eiskönigin. Auf dieser Bühne hier spielt sich alles ab. Und heute treffe ich die Darsteller von Anna und Olaf. Gespielt und gesungen von den Musical-Stars Nadja und Elindo. Hallo Elindo, hallo Nadja. Hi! Hallo! Und willkommen ins Stage Theater an der Elbe. Komm mal ein bisschen näher. Wir sind jetzt in der Krämerladen mit Sauna. Und das ist eigentlich das Bühnenbild, womit wir den zweiten Akt eröffnen. Es gibt hier sehr viele kleine Hinweise nach Disney-Films. Und vielleicht kannst du mal gucken hier, was du finden kannst. Ich glaube, hier ist von König der Löwen. Genau, Rafiki und Simba. Dann einmal die Lampe von Aladdin. Mhm. Klar. Dann vielleicht die Kerzenständer von Der Schöne und das Biest. Ja, Lumière. Bühnenbild, Ausstattung und Spezialeffekte sind unglaublich aufwendig und frostig. Habt ihr eigentlich als Kinder auch schon geträumt, Musicalstar zu werden? Ja. Ja, wirklich ja. Ja, ich war wirklich den ganzen Tag am Singen, Tanzen, als kleines Kind schon, als kleines Mädchen. Meine Eltern haben auch immer gesagt, die wird bestimmt Sängerin werden oder sowas. Was ist für euch das Besondere an der Geschichte der Eiskönigin? Also für mich dreht die Geschichte um Liebe. Ganz um Liebe. Also Liebe von Anna und Elsa nacheinander. Aber es gibt so viele wichtige Themas hier in dieser Geschichte. Es gibt Freundschaft, es gibt Mut haben, dich selbst akzeptieren. Und lass es los. Lass es los. Ich lass los, lass jetzt los. Jedes einzelne der 154 Kostüme auf der Bühne wurden für die Show maßgeschneidert. Allein in Elsas Eiskleid stecken über 18.000 Perlen, Kristalle und Steine. Wenige Minuten bis zur Vorstellung. Nadja muss dringend in ihre Garderobe. Na? Ich muss sagen, es ist eigentlich ganz gemütlich. Nadja, ist das hier ein Geschenk für dich? Das sind meine Nadeln. Damit werden die Haare geschneckelt, damit die Perücke da rüberkommt. Und wir brauchen so viele Nadeln, wo alle Perücke. Prinzessin Anna! Ja? Verzeiht, dass ich euch wecke, Hoheit. Aber hast du gar nicht. Ich bin schon seit Stunden wach. Wir sind gekommen, um euch anzukleiden, Hoheit. Ankleiden? Wofür? Heute ist die Krönung eurer Schwester, Hoheit. Die Krönung meiner Schwester? Stimmt ja! Heute ist die Krönung! Prinzessin Anna! Dieses Kleid zieht sich nicht von alleine! Wie lange dauert die Verwandlung von Nadja und Anna? Oh, das geht eigentlich ganz schnell. Aber ich habe sehr viele Leute, die mir damit helfen natürlich. Ich habe eine, die mir hilft mit der Perücke. Und ich habe dann noch eine, die mir hilft mit Anziehen. Und ich glaube, wir haben das so in 20 Minuten haben wir das geschafft. Also vielen Dank und bis gleich. Tschüss. Jetzt wünsche ich dir Anna ganz, ganz viel Glück. Danke, Mann. Tschüss. Tada, aus Nadja wird Anna. Die Vorstellung ist super. Nadja, Elindo und alle Darsteller geben alles auf der Bühne. Und ich bin mega begeistert.